Hallo Till. Hallo. Ist Pierre M. Krause wirklich dein Vater? Nee, aber ich finde es schön, dass er eigentlich genauso aussieht wie ich in 10 Jahren. Das heißt, ich kann immer in seinem Gesicht sehen, wie meine Zukunft wird. Nee, also wenn Pierre M. Krause mein Vater wäre, hätten wir ein ganz schlechtes Verhältnis. Weil wir uns echt immer sagen, aber wir müssen uns mal sehen und dann sehen wir uns nicht. Duisburg oder Geldern? Duisburg. Wärst du gern der dümmste oder der schlauste Mensch der Welt? Ah, der dümmste. Kann man auch so in der Mitte sein? Also, ja, der dümmste. Popcorn, süß oder salzig? Beides. Süß, auf jeden Fall. Wieso ist Jan Böhmermann eigentlich der dünne, blasse Junge und nicht du? Ja, ist frech. Ja, ist schon weg. Ich bin jetzt der dünne, blasse Junge mit dem kleinen Bauch. Es ist einfach eine Schublade, er hat sie besetzt, er kommt da nicht mehr raus. Hast du noch Lampenfieber vor Shows? Ja, aber nur kurz. Ja, aber kurz. Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Konsole. Ich finde es sympathischer Brettspiel, aber Konsole, ich bin drin. Ich habe jetzt eine PlayStation mal geliehen. Sonnenaufgang oder Marsuntergang? Wow. Das ist ja so eine Sonnenaufgang. Dann natürlich Marsuntergang. Immer gegen Elon Musk. Welcher Charakter wärst du bei Harry Potter? Irgendwer, der nett ist bei Slytherin. Harry Potter, aber irgendwie ein bisschen böser. Harry Potter bei Slytherin. Ich habe eine Tasse jetzt. Entfernst du USB-Sticks sicher oder einfach rausziehen? Einfach rausziehen, ich bin Punk. Hä, einfach raus, scheiß drauf. Was ist das Seltsamste, was dich mal jemand gefragt hat? Was ist das Seltsamste, was dich jemand gefragt hat? Was ist dein Lieblingssmoothie? Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Ah, gute Frage. Fucker. Im Moment, Fuso. Nehmen wir das. Hey, du Fucker. Wie viele Tage kann eine Kakerlake ohne Kopf überleben? 18. Das war also länger, als man denkt. Man denkt danach so, boah, das ist aber krass. Bist du 9? Mhm. Sind Menschen generell gut oder böse? Mittel. Immer in der Mitte. Bist du lieber alleine oder in Gesellschaft? In Gesellschaft, aber ich brauche auch immer mal so 1-2 Stunden für mich am Tag. Also ich bin gerne in Gesellschaft, aber es ist auch immer schön, wenn dann auch mal Schluss ist. Du gründest eine Firma. Was stellt ihr her und wie wird die Firma heißen? Ja, ich würde eine Firma, Safeguard heißt die macht eine App und in der App kann man sich Bodyguards buchen für ein paar Stunden nur, für unangenehme Gespräche. Ich würde gerne die Streik-App machen. Also das ist eine App, da guckt man immer, ob jetzt genug Leute bereit wären zu streiken und ab 70% sagt man, ciao, wir streiken, was sollen sie machen? Serien auf einem großen Fernseher oder auf dem Laptop gucken? Ja, auf dem großen Fernseher. Auf dem Fernseher. Das ist ja alles andere sehr würdelos. Was ist das Ekligste, was du jemals gegessen hast? Vergorenes. Frittierte Hühnerbeine, ganz neu probiert. Uah. Welche Beschreibung von dir in den Medien hat dir bislang am besten gefallen? Der ist aber gut. Was weiß ich, als hätte ich das so parat. Das wäre ja furchtbar, wenn ich das parat hätte. Das, also, der ist, der, boah, das ist witzig. Darauf erstmal ein Shot, welcher wird's? Ingwer-Shot. Welches Thema wird für dich nie langweilig? Männer und Frauen. ich glaube menschliche Dummheit. Auf jeden Fall. Menschen. Mensch, warum? Warum machen wir das? Zeig uns deinen Gesichtsausdruck, wenn dieses Interview endlich vorbei ist. Danke. Danke, Till. Danke.